Hallo, herzlich willkommen zur 70. Folge Shell Shock Live. Ja, wir haben schon 70 Folgen miteinander gezockt und diese Folge kommt, nachdem das Update erschienen ist, kann ich jetzt schon sagen, weil ich habe gesagt, ich will sehr viel offline zocken, dass wir dann irgendwann mal den genau, dass wir nächste Woche dann Moment, dass ich sehr viel leveln kann und dass wir irgendwann mal den Laserbeam recht schnell haben. Das ist nämlich so noch ein Ziel, Laserbeam von mir freizuschalten. Deswegen muss ich die... Alter, 140 Grit. Ende früh wird durchgenommen. Und deswegen muss ich die Folge jetzt einschieben, weil ich bin nämlich kurz vorm Level-Up. 358 XP und ich habe mir gedacht, komm, bevor du noch eins spielst und dann kommst du noch näher ran. Ich blende nämlich jetzt genau hier an dieser Stelle mal einen Ausschnitt ein. Da haben wir rüber gezockt gestern Nacht noch, also im Aufnahmezeitpunkt gestern Nacht. Wann das jetzt genau ist, dann keine Ahnung. Das seht ihr ja jetzt, wie viel XP ich daraus gegangen bin. Das waren insgesamt 61 Runden. Es war auch wirklich zum Ende hin, war es echt ein Noob Battle. Also waren auch die Waffen, oh, die Waffenauswahl da war halt auch nicht so geil. Mal sagen, aber ihr habt ja gesehen, mit wie viel ich raus bin, wenn mir sowas jetzt im Deathmatch passieren würde. Der ist dann ganz mal zweimal Nuke, Black Hole und Pyrotechnik zusammen. Gehe ich da mal ganz schnell mit weit über 100 raus und deswegen habe ich da mal wenig so mal bedenken. Deswegen sage ich mir immer, zwischen 300 und 400 machen wir dann die Folge zum Uprank. Kann ich sagen, dass die Folge wird auf jeden Fall den Uprank enthalten. Wie lange sie jetzt dauert, weiß ich nicht. Kann sein, dass es jetzt 50 Minuten dauert, keine Ahnung. Ist natürlich nochmal ein Hoverball-Grid, wäre halt sick, ne? Flossina kümmert sich um die Hinteren. Oh Scheiße. Geht er auf mich? Er trifft nicht. Er trifft nicht. Er ging auf mich, aber er trifft nicht. Das muss ich erstmal schreiben. Dass das gecancelt wird hier, ne? Verstehe ich nicht. Ja, Conchega, ich schenk dich. Oder ich mache einen Substar. Würde doch eigentlich funktionieren, oder nicht? Hier rein. Eigentlich müsste es funktionieren. Sorry, das hat sich gerade blöd angehört, aber ich war genau im Schreibtisch gesessen, sag mal. Es müsste eigentlich funktionieren. Ja, 73 hat funktioniert. Ich krieg 40 Crit, also wahrscheinlich ein Shot. Gucken, was Conchega geschossen hat. Ich, wie gesagt, ich habe die letzten 5 Folgen, die waren ja hintereinander aufgenommen. Conchega? Conchega habe ich jetzt gar nicht gesehen. Auf die Schnelle. Ich kann noch auf noch keine Kommentare antworten, das kann ich dann erst in der nächsten Folge. Dagger, reicht der Dagger für die Distanz? Wir probieren es aus Spaß, wenn es nicht funktioniert. Haben wir Pech gehabt, aber ich glaube, das reicht nicht, aber wir haben Dagger nicht schenkt. Dagger geht ja sowieso immer weiter. Ja, hat funktioniert. Perfekt. Er hat zwar jetzt bei seiner Shockwave alles zerlegt. Ich kriege einen Horizon, aber ich kümmere mich um Conchega. 50 Damage sind drin. Die 120 sind 3x40, das Ding macht normal 40. Sehr froh. Ich bin froh, es ist gar 80 Grit worden. Er müsste eigentlich down sein. 54 Vulkan. Oder Mini-V. Mit Mini-V kriegt er 45, da bräuchte ich wieder einen Grit, ne? Er hat einen Driller. Er stirbt ja sowieso jetzt. Da lohnt es gar nicht mehr, den jetzt zu benutzen. Deswegen sage ich jetzt einfach mal so. Zu kurz, ne? Doch, oh, passt perfekt. Noch ein bisschen Burn Damage. Oh, er wollte das down. Ich habe noch 60, schaut auch nicht so gut aus, aber wir könnten den 108. War tatsächlich ein Crit. Ich denke mal schon, wann bin ich fast down? Was schießt man denn auf ihn? 96, er kümmert sich ja nicht um mich. Wir könnten deswegen eigentlich mal Pinger probieren auf minus 3. Mal minus 3 probieren. Arrow, Summoner ist auf jeden Fall da, aber wenn er einen Pinger von mir trifft, wäre halt auch geil. Oder vielleicht den killt, okay, ist schon down, aber da hätte sogar ein Pinger getroffen, der Grüne hat getroffen, jetzt der Gelbe. Wenn wir überlebt mit 27 HP, ist natürlich jetzt noch nicht der Abruhring. Ihr seht es gleich, ich habe das vorhin vergessen noch zu zeigen, weil das Spiel so schnell losging. MVP sind wir auch noch, da sind wir 200. Dürfte jetzt noch nichts weiter passieren, ne? Ja. Eigentlich müssten wir eine Rebound jetzt spielen. 116 Shank, das war gut.
Wir machen mal rüber mit 8 Leuten, das wäre halt hart, ne? Aber wir ziehen es durch. Rebound, aber dann nur mit 200 HP im Team Battle. Mit One Weapon und High Wind. So. BFG hat einen Kommentar geschrieben, wie das heißt. Big Friendly Giant, glaube ich. Ah, auf der blödesten Map. Good enough. Sind wir da gut? Gut genug oder? Was weiß ich. 21 Wind, das könnte sogar recht gut gehen. Also wir müssen eigentlich nur auf die Bande schießen und wir müssen gucken, dass es nicht zu uns kommt. Ich meine, es macht jetzt nicht die Welt Damage. Ja, ist rübergesprungen, aber mit dem Wind könntest du. Ja, doch. War ein guter Schuss, muss ich sagen. Kein Gerät. Ihn trifft's auch noch. Bitte den auch noch. Und ihn auch noch. Das war geil. Wir sind unter 200 schon. Oh je. Was, 17 XP? Denken wir schon. 17 XP. Okay, Jim, wie berechnest du bitte die Punkte? Mal, what the fuck? Ja, solange. Wir müssen halt gewinnen. Ich bräuchte den MVP, dass wir das Spiel direkt haben. Was die halt noch voll mich, ich stelle auch ganz hin, mich haben sie halt, das muss nur hinten nochmal abprallen. Trifft noch irgendeiner? Mich hat nichts getroffen. Null Grid. 6 Damage Friendly Fire. Kurz gucken auf der City, ja. Wie gesagt, die Folge kann XXL werden. Und ich schneide ein Spiel dann raus, das wird sich dann schon rausstellen. Wenn ich jetzt im Rebound drauf gehe, dann wird es eh geschnitten. Boah, Alter, so eine Scheißwaffe. Am besten wäre es hier so durch die Spitze beim ersten wegschießen und dann auf die anderen drei. Oh, weil ich hab's gerade drei. Die Vision ist perfekt, ey. Müssen es probieren, wenn ich jetzt auf Alois gehe. Auf Conchega tut's mir leid. Null Damage, dann ist das nicht abgeprallt, naja. Ne? Noch eins hätte man machen müssen. Also habe ich keinen Damage gemacht. Ich habe irgendwie ein Damage bekommen, bloß ich weiß nicht wann. Ja, kann ich nicht treffen, Payload. Selbst die Gegner können schwer treffen, Flausina können treffen, aber der Wind steht auch scheiße. Ja, komm, wir schießen einfach. Ist egal. Fehlt noch Conchega. Ja, du kannst auch nichts machen, außer du savest. Wir haben Palme, Water. Aha. Das mit Livestream habe ich ziemlich hinbekommen. Also ich bin noch nicht fertig. Gear, easy. Weil ich wollte, ich habe auch mal gesagt, ich will mit OBS mal aufnehmen. Bloß irgendwie. Es geht. Ich habe es nämlich schon mal probiert. Aber ich kriege die Bitrate nicht hin. Wahrscheinlich jetzt, wenn ihr wofür gesehen, nächsten Sonntag, nehme ich zum Sonntag auf. Ich sehe wahrscheinlich nächsten Sonntag. Ich stelle hier auf 6001 Kilobit, aber aufnehmen durch auf 1100, 1108 und so, wenn man es. Nein, kein Friendly Fire. Bitte nicht auf mich dann. 60. 5 Points macht 60. Wir gehen mit 0 XP hier raus. 5. Geil. Jetzt sind wir wieder bei der Sache mit dem 45 Grad Winkel. Wäre ja hier. Also hier. Alois müsste eh drauf gehen, ne? Dementsprechend sagen wir einfach mal. Obwohl, ist es nicht hier jetzt eigentlich scheißegal, wo wir hinschießen? Hauptsache wir treffen mal wieder. Wir müssen nämlich eh noch genug Damage machen. Ist es. Nein, ist es natürlich nicht. Er hat aber jetzt natürlich Satellite recht geschenkt. Splitter mit Gegenwind. Könnte aber trotzdem funktionieren. Ja, ich weiß nicht, warum das an der Bitrate scheitert. Ich muss mal gucken mit der Qualität, dass ich die ein bisschen niedriger mache, weil dass der Prozessor nicht so hart ausgelastet wird. Das muss ich nochmal probieren. Also wenn ihr das seht, habe ich schon längst probiert. Vielleicht kam auch schon der erste Livestream, was ich jetzt mal nicht glaube. Ich glaube, ich schieße drüber. Aber bis jetzt nehme ich noch mit Shadowplay auf und ich muss sagen, dass die Folge am Montag
hart asynchron, weil es mir auch auffallen, dass es nachdem es gerendert hat, bloß ich konnte es ja nochmal machen wegen Zeit. Warte mal, wir haben getroffen. Gut, es trifft uns auch nicht, wenigstens 20 Damage schon mal gemacht. Oh shit. Frogs, das muss einschlagen. Die stehen alle drei perfekt. Ich muss das mal zwei eigentlich auch noch mitnehmen. Oh, Fuel. Haut nicht hin. Steht mein Name da im Weg, dass ich die Wand oben treffe. 62 gegen. Ich muss eigentlich bloß alles darüber bekommen. Der Rest ist egal. Ich kriege euch nicht alles darüber, aber ich krieg was rüber. Kann mal Gear einsammeln. Auf mich ging irgendwie nix. 20 Damage, wieder 7 XP. Wo ich hier da, wo ich wieder stehe, das ist der Wahnsinn. So, das holen wir jetzt einer von uns. Wo steht denn unser Förder? Ach, da unten. Einer von denen hat Disconnected, das habe ich mitbekommen. Das kann schief gehen, aber wir haben den Wind. Ich hoffe gerade ein bisschen auf den Wind. Der ist jetzt nicht stark, das sind 3 Stärke, nach meiner Vermutung. Meine ist natürlich wieder der falsche. Okay, das kann Grit. Dann hat er einen Wind rübergebaut und der hat eigentlich Rusty gerettet. Ohne Scheiß. Sparkler haben wir auch bald. Habe ich gestern im Rüben auch benutzt bei dem Spiel, was ich gerade eingeblendet habe, also diese XP, die ich bekommen habe. Da habe ich Sparkler echt recht weit bekommen. Zweimal gehabt. Aber wie soll ich denn jetzt schießen? Das funktioniert ja gar nicht. Kann ich hier den flachesten Winkel rausholen, ohne dass ich auf Conchecker gehe? Ich habe auf jeden Fall nicht getroffen. Leider noch die Lebensanzeige gehabt. Weil wenn zum Beispiel Rusty ging ja auch auf ihn, dass er den Damage trotzdem noch bekommt. Das finde ich recht geil gemacht, weil du weißt ja nie, ob der drauf geht oder nicht. Gerade im Rebound. Conchecker versucht die Kiste zu nehmen, also muss ich gar nicht probieren. Wir könnten aber... Ich probiere ein Portal, ein Skillshot, was eh nicht funktioniert, deswegen ist ja schon wieder viel zu stark, der fliegt eiskalt drüber. Der Conchecker hat nur noch 90, ich habe halt noch 200, deswegen soll es er nehmen. Er hat es sogar bekommen. Armor, 35 Armor ist gut. Meins ist dahin aufgekommen, ich muss es so sagen, war doch nicht mal so scheiße. Bones Blood, oh mein Gott. Ich bin ja schlecht am Überlegen, mir einen Supply Drop. Jetzt habe ich es eh verkackt, mir einen Supply Drop zu holen. Weil ich glaube, da ich spiele ja sau viel jetzt privat, deswegen bin ich ja schon Level 84 gleich. 7 Supply und 3 Choice, ich glaube, die hatten wir bis dato noch nie. Kann nicht sein, dass ich mir jetzt hart täusche. Ich hoffe halt, die macht irgendwie irgendwelchen Damage außer Friendly Fire. Die gute fliegt einfach mal direkt weg. Easy going. 4 getroffen und 5 Leben. Easy. Gut, ich hatte ja auch Bones Blow, ne? Das könnte funktionieren. Auf Low Cena. Außer der Fighter Jet fliegt da und trifft noch Ender Freak. Das wäre auch eine Möglichkeit. Also hochfliegen tut auf jeden Fall. Jawohl. Haben wir quasi 10, 15 Experience geholt. Das ist echt gut bei 3,76. War aber auch ein Safe Item, muss man sagen. Fahr doch zurück. Gut, die Runde setzt sich also aus. Weil die Gaussbomben. Habe ich zwar schon gemacht, ich glaube sogar an die habe ich Friendly Fire gemacht, die 60 von dem 5 Bounce, aber Ghostbomb ist so ein Ding, das hat einen großen Radius, wo es 30 Damage macht. Oder sogar 50? 30 oder 50, also das kann ich euch gerade echt nicht sagen, ich tendiere. Lol, die haben sich beide 50 gegeben mit dem Mole. Was, Mole? Ja. Jetzt stelle ich die Bande recht gut, 120 hat er noch. Wenn ich jetzt treffe mit Grit, wenn es wirklich 50 sind, wäre gut. Und ich könnte, also Conchecker, wenn ich dich treffe, tut es mal leid. Ja, ein paar von euch haben morgen, glaube ich, Schule, ne? Ich ja nicht so. Okay, es macht 30. Aber wir haben Conchecker. Haben wir ihn getroffen? 8, 31, 39. Mal gucken, ob wir es minus bekommen.
Oh, Black Hole. Ja, wir haben minus 3 bekommen. Wir haben auch getroffen. Ich muss den Bolt probieren hinten, also zurück zur Spawn, Black Hole nur, wenn ich näher rankomme. Oh, das könnte treffen. 60 Grit. Sehr, sehr geil. 60 Grit, das war schön. Founden. Kann er da mal wegfahren? Ich weiß nicht, wie viel der hat. Könnte ich auch Black Hole probieren, wenn es natürlich hier oben trifft. Kann ich auch richtig reinhauen. Das wird schwer, ich glaube. Sehr wenig AFK. Aber der Wespen, das könnte sein Tod sein. Perfekter Schuss. 2 Kills nach diesem verkackten Anfang. Perfekt eingefädelter Schuss. So, jetzt hoffe ich natürlich, dass das der Level Up MVP auch noch bekommen. Das ist er. Easy going, nächstes Level Puzzle in 16.400 XP. Man sieht es ganz unten durchscheinen. 16.000 XP, da kann jetzt aber spielen. MVP noch kurz abgesnackt. So, Chicken haben wir getroffen, Napalm auch nicht, aber Splitter mit 75 war doch recht geil. Und das hat mal. Oh, Black Hole stimmt. Das war auch gut. Gucken, 18 Minuten. Wir machen nur schnell den Tank Upgrade. Und zwar, das werde ich immer wieder resetten demnächst. Und zwar gehen wir mal auf Traktion. Wir machen jetzt erstmal ein Deathmatch. Oder machen wir noch ein. Wir machen Deathmatch, 200 HP, Team Battle und All Weapon. So. Ich werde dann nämlich. Ich wollte es jetzt nur aufnehmen, deswegen kommt das Update auch später. Weil ich jetzt natürlich über die nächste Woche sehr viel privat zocken werde. Weil wenn man jetzt sich das jetzt nochmal anschaut, Puzzler nächste, damit hat 3 Level gar nicht, wir müssen jetzt auch nichts gekriegt von den Fragezeichen. Dann 108.000 Laserbeam. Der nächste Aufnahme wahrscheinlich auf jeden nichts wahrscheinlich, sondern auf jeden Fall da unter 100k beim Laserbeam. Und oh, dann auch auf jeden Fall hier unter 10k. Random Settings, ja, kann man eigentlich mal so jede fünfte Folge reinhauen. Aber jetzt ehrlich gesagt vergessen, oh, wieder Black Hole, das wäre natürlich richtig geil, wenn man. Wir kriegen es auf jeden Fall. Also, sobald ich kurz vom Black Hole Upgrade bin und vom Nuke Upgrade, seht ihr die Folge auf jeden Fall. Ich würde sagen, 2x3D, wo geht die bis darüber? Probieren. Das sind 2 und 2 Schnee beieinander. Wenn sie natürlich jetzt kurz vorher einsteigt, haben wir ein Problem. Sie trifft sogar beide, das können wir gleich nochmal machen. Quicksand trifft nicht, aber das stimmt. Instant Area Bombs wollen wir auch noch machen. Also gut mit 120 Damage, kann ich nichts sagen. Tarantula, Shank, Dead Riser. Lol. Ich dachte, wir hatten 2x3D-Bomb und mal 2, das habe ich gerade voll vercheckt. Sala. Jetzt habe ich Napalm perfekt. Oder Black Hole. Aber das zu treffen wird natürlich an sich schon schwer genug. Ich weiß, dass wir 2 Rypso haben. Waren es 2? Ja. Ich weiß nicht, wie stark Mama. Jetzt. Jetzt. Oh, wenn das bis Black Hole gewesen wäre. Das wäre ein sickes Shot. Ja, kann man sagen, sickes Shot. Hm. So, wir nehmen es auf jeden Fall, das Black Hole, egal wo die hinfahren. Ja, dann gehen wir auf Ecklag. Weil dann ist auf jeden Fall down. Das sind dann plus 2 oder plus 3. Warte mal, was jemand. Ich sag plus 2. Ich habe auch gute Waffen. Lol. Das war sogar zu weit. Aber ich den flachen Winkel hatte. Das ist eh down von daher. Hätte auch mein Skill sein können. Ah, nicht neben Ninja, nehme ich erstmal den Dead Riser und checke die Situation dann ab. Ist das Superkatze oder normal? Ich finde, die Superkatze hat noch so ein. Ja. Ah, 70 Grit. Läuft aber auch doch mit den Grits. Erster Schuss war ein Grit. Der auch wieder Grit. Ich finde es immer so lustig, wie alle Leute ihre Treffer in den Chat schreiben. Ich meine, gut, in meinen 181 Stunden habe ich auch schon ein paar
harte Hits hinkaut. Aber ich muss die doch irgendwie nicht grid mit C, by the way. Ich muss die doch nicht da immer öffentlich posten, das habe ich so oft. Verstehe ich nicht. Ich bin übrigens gespannt, wie euch die letzten Folgen gefallen, besonders die Aggressiv-Folgen. Ich habe ja alle schon hochgeladen. Dementsprechend. Ich habe hab die Kommentare noch nicht gelesen, habe ich ja gesagt. Wegen. Weil ich keine Folgen mehr hatte. Ja, komm, jetzt treffen wir mal was. 100! Lol, ich habe sogar getroffen. Ich habe das gar nicht gesehen, dass ich 120 auf einmal gemacht habe. Das ist geil. Meins, die Frage ist mit was? Eigentlich müsste man damit Napalm 45 Grad, wisst ihr, ne? Das sind 45 Grad, die Frage ist, wie stark. Ich glaube, ich will auf den hinteren gehen. So? Ein bisschen stärker, ne? Ich glaube, wir haben ja High Wind noch drin. Oh, weh. Oder auf dem vorderen, keine Ahnung. Killen dann auf jeden Fall 3 Damage. Gut, ich treffe auf keinen Fall. Wir haben den High Wind noch drin, das sollen wir uns sagen. So, okay, Conchagger. Dann spiele ich wieder privat. Und dann mal gucken, wo wir in der nächsten Folge landen. Kann ich jetzt auch noch nicht sagen. Skeet wäre jetzt die beste Idee, um das auch mal ein wenig auf Olympic Skeet abzugraden. Ich weiß, es ist 2 gegen 1, so viel Leben hat er nicht mehr. Aber wir wollen es doch nicht versauen, das ist andere. Aber wegen probieren darf man schon. Ich habe zum Beispiel Sniper oder Pyrotechnik bei weit über 10.000 schon. Abschieß auf. Nix getroffen, genau rechts, links vorbei. 10, 20, 30. Oh ja, war gut. Pferd 6 kriegen wir auf keinen Fall darüber. Schild müsste durchfahren. Wenn ich mir eine ganz. Rübster müsste durchfahren, wenn ich mir eine ganz täusche. Ich habe ja 2. Wir können mal den Winkel ausprobieren. Ah, das war schon mal zu weit. Okay, es prallt ab. Hoffentlich ist jetzt der EQ drin. Oh, Shockwave könnte ihn auch treffen. Wir müssen die Rips auf jeden Fall davor zum Landen bekommen. Das ist jetzt noch die nächste Idee. Alter Junge, mit D. Vorhin hast du schon Grid vollgeschrieben. Der will mich killen, ne? Ich kill erstmal mich. Wenn es jetzt der Grid ist, bin ich halt down. Lol. Das hat auf mich gar keine Einwirkung gehabt. Conchagger, wenn es jetzt aber auf erst die 68 Damage macht. Also ich weiß nicht, ob er es gewinnen will, ne? Weil ich habe Tadpoles, welches auch benutzen. Warum denn jetzt doch? 79 gegen, wenn wir ein bisschen weiter machen, ist aber vielleicht ein bisschen zu weit. Aber wir werden doch jetzt wohl 18 Damage machen, 2 Tadpoles drauf. Kittens, eine drauf oder zwei. Eine macht 12, glaube ich. Der war auf 5 Schneeball, habt ihr aber schön gemacht. Schneeball beim direkten Auftreffen macht halt 5, ne? Ja, habe ich gesehen. Weil es war nicht ein perfekter Treffer. Oh, trotzdem, na gut. Also, das ist schön, dass da immer wieder eine Waffe steht, die man freischalten kann. Ne? Das ist einfach mal so ein geiles Gefühl. Ah, ja, ja. 200. Oh, das war auch gut. Ja, Napalm war auch nicht perfekt getroffen, muss ich zugeben. So, das war die Folge mit Level Up, Level 84. Jetzt heißt es für mich erstmal privat durchsuchten. Und dann Glücksrad drehen wir jetzt noch. Und dann schauen wir mal, was in der nächsten Woche so kommt. Als Update auf jeden Fall hier 8.9. Oh, Trockenwasser. Ich muss zum Daily Win Bonus. Jetzt will ich auch nur noch 600 Gears. Ich kann nochmal kurz schauen, wie viele Wins mir noch fehlen, weil das auf jeden Fall eine Folge, die dazwischen kommt. Okay, ich hab das wäre noch die 10. Mir fehlen noch 20 Wins, dann gibt's da, oder 21 Wins, dann gibt's da Folge. Alles klar, 10.000 Runden bin ich ja so schon so aus K-Champ. Auf jeden Fall dann vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zur nächsten Folge, bis zum nächsten Projekt. Haut rein.